Straßenviertel in Kingston, die sich verbarrikadieren, zwischen denen jederzeit ein Konflikt explodieren kann. Es ist eine tickende Zeitbombe. Alles kann jederzeit passieren und wenn es passiert, dann richtig. Jenseits von Jamaikas Touristen-Hotspots, in den Ghettos herrschen Wut, Armut und Gewalt. In der Straße hinter dir wurde ein Mann erschossen, kurz davor ein anderer, in der Nebenstraße dort. Im Kreuzfeuer der Kritik steht die Dancehall-Szene, weil sie angeblich die Gewalt im Land befeuert. Wenn ich auf eine Mission gehe, dann denke ich an Dancehall-Musik, trinke einen Schluck Rum oder rauche einen Joint. Das beruhigt mich. Er ist der aktuelle Dancehall-Superstar in Jamaika, Skilly Bang. Sein neues Album geht jetzt auf den Markt. Ein paar Spielzeuggewehre liegen noch in der Kabine, Requisiten für seine Videos. Videos, die geprägt sind von Gangsterkult, Waffen, Drogen, Texte, die von Gewalt sprechen. Dancehall sind die coolen Typen, die Starken. So überleben wir. Was ist Leben ohne Tod? Was ist Leben ohne das Schlechte? Das Leben besteht aus Schlechtem und Gutem. Dancehall ist die populärste Musik in Jamaika. Und auch wenn das Spektrum breit gefächert ist, die Lieder mit dem größten Erfolg sind die, die Gewalt beschreiben, sagt Skilly Bang. Also liefert er, was sein Publikum liebt. Und findet Kritik daran unverständlich. Wenn ich singe, ich mache ein Drive-by-Shooting und erschieße 10 Menschen, dann muss das nicht die Wahrheit sein, es kann erfunden sein. Es kann einfach Kunst sein, die zeigt, wie talentiert du im Texten bist. Kingston ist geprägt von Ghettos voller Gewalt und das seit Jahrzehnten. Doch jetzt ist die Karibikinsel dabei, die weltweit höchste Mordrate zu erlangen. Dancehall hat mit seinen schnellen Beats und rauen Texten die Straßen erobert. Man trifft sich an jeder Ecke, um zu tanzen. Von Kindesbeinen an wird die Musik aufgesogen. Jeden Tag Schlagzeilen der Gewalt. So ist eine hitzige Diskussion im Land entbrannt. Ist Dancehall ein Spiegel der Realität oder befeuern die Lieder die Kriminalität im Land, indem sie Gewalt verherrlichen und übersteigern? Sind die Texte nicht auch homophob, sexistisch, voller Drogen? Sind es nicht mitunter Selbstkriminelle, die im Knast landen? Der Premierminister mahnt die Dancehall-Szene. Die Verfassung gibt euch das Recht, über Gewalt zu singen, aber ihr habt auch eine Pflicht gegenüber den Kindern, die euch zuhören. Es ist nicht richtig. Die Dancehall-Szene reagiert verärgert. Die Politik suche einen Sündenbock für eigenes Versagen. Gewalt gab es immer. Es ist nicht unsere Schuld, sie passiert. Wir können sie nicht stoppen. Ortswechsel. Owen ist Tänzer. Dancehall hat einen ganz eigenen Stil hervorgebracht. Etwas, das er und seine Freunde unterrichten, mit dem sie sogar auf Welttour gehen können. Etwas, von dem sie leben können. Jordan has me for short, me say, that easy. Dog, them a fool, them a fool, none a clue to the floor where me use, yeah, me floor, give them flow. I'm fly, yeah, me flew, them a watch me, them yai, where me fly, where me flew. On an island, we cool with a nice little boo, with a smile, we so cute, and a vibe by the pool, and she tight, and she smooth, I'm a like, or she ride, when she ride, when the tool. Music. Musik bedeutet mir alles. Alles. Yeah, man. Every Sunday when I was Jeden Sonntag, als ich noch ein Kind war, gab mir meine Mutter einen Wischmopp und sagte, tanz. Und dann habe ich mit dem Mopp getanzt, meinen Style gesucht, um meine Mutter zu beeindrucken. Das Viertel, in dem Owen wohnt, hat eine lange Geschichte der Gewalt. Als Kind konnte er oft monatelang nicht in die Schule gehen,
versteckte sich mit der Oma unter dem Bett, wenn die Schießereien losgingen. Auch jetzt sei Mountain View ein Pulverfass. Die Gewalt erwischt immer wieder völlig Unschuldige. Meine Nachbarin zum Beispiel wurde angeschossen, einfach nur, als sie an der Bushaltestelle stand. Gewalt im Dancehall sei durchaus problematisch, die Diskussion okay, aber sie dürfe nicht wegführen von den eigentlichen Ursachen der Kriminalität. Aus meiner Perspektive, also von jemandem aus einer gewalttätigen Nachbarschaft, es ist nicht die Musik, die Menschen gewalttätig macht, es ist die Notwendigkeit, sich zu verteidigen, wann immer etwas geschieht. Was also ist das Kernproblem? Andrew Geohagen arbeitet für eine Organisation, die gegen die Gewalt ankämpft und nimmt uns mit rein in die Viertel von Kingston, in denen Krieg herrscht. Gewalt, die er selbst erlebt hat. Ich wurde durch positive Einflüsse gerettet und ich will auch dieser positive Einfluss sein. Ich arbeite nicht nur hier und gehe dann in ein schmuckes Haus in einem schicken Viertel. Nein, ich lebe, atme, esse und schlafe hier. Ich will Leben retten, nicht nur von meiner Familie und meinen Freunden, sondern auch von der Jugend hier, die Orientierung braucht, weil jeder Gangster ein Herz hat. In jeder Straße kann Andrew über Morde berichten. Schlicht jedem hier wurde ein geliebter Mensch brutal genommen. Carlens Sohn wurde auf dem Weg zur Arbeit durch einen Schuss in den Rücken ermordet. Ein unerträglicher Schmerz bis heute. Mein Körper fing an zu zittern, ich brach zusammen. In dem Moment war es, als würde ich den Verstand verlieren. Wieder ein Mord, den die Polizei nie aufklärt, aus Desinteresse oder Überforderung. Genau wie bei der Nachbarin Kim Yen. Ihr Sohn wurde mit einem Kopfschuss hingerichtet. Das Erste, was die jungen Leute nach der Schule machen wollen, ist eine Pistole ergreifen und Gangster werden. Sie verstehen nicht, dass sich das Böse nicht auszahlt. Sie gehen ins Gefängnis oder sie sterben. Und wenn sie tot sind, bringt sie nichts mehr zurück. Wenn du in einem Viertel geboren wirst, lernst du das Nachbarviertel zu hassen, weil jemand deinen Vater, deine Schwester, deinen Bruder oder deinen Onkel umgebracht hat. Die Menschen leben mit dieser Wut. Alles kann hier einen Konflikt auslösen. Die Wurzel aller Gewalt sei die extreme Chancenlosigkeit der vielen Armen, für die sich die Politik nicht interessiere. Schlechte Schulen, keine Abschlüsse, keine Perspektive, dafür Hunger nach Anerkennung und Essen. Wenn du deinen Kindern kein Essen geben kannst, dann hören sie nicht mehr auf dich. Sie müssen raus auf die Straße und Geld verdienen, wie es eben geht. Was willst du denen sagen? Ein Überlebenskampf, der Gewalt produziert, in dem die Armen Arme töten. Das Bedürfnis nach Rache, das Bedürfnis Stärke zu beweisen, all das führe zu einem Teufelskreis an Gewalt, erzählt Garfield, der zu einer Gang gehört. Du musst einer Gang angehören. Wir überleben nur durch Gangs. Jeder unter unserer Aufsicht wird beschützt und kann in Ruhe schlafen. Wenn jemand einen der unseren verletzt, dann kann ich das nur schwer verdauen. Ich muss Rache nehmen, um Frieden zu finden. Das System hat Tiere geschaffen. Es macht uns zu Tieren. Wir sind wie Löwen, die ihr Opfer suchen. Das ist die Situation für uns Jamaikaner. Dancehall hat die Gewalt in Jamaika nicht geschaffen. Aber in diesem Pulverfass sei gewaltvolle Musik schlicht nicht hilfreich, sagt Damien, Andrews Chef. Diese Musik glorifiziert die Gewalt. Sie romantisiert sie. Unsere Dancehall-Künstler sind nicht verantwortlich für die Regel, dass zum Beispiel Informanten sterben müssen, aber sie bestärken es, sodass es gänzlich normal wird. Wenn ein Lied sagt, wenn ich dich erwische, werde ich dich so mit Blei vollpumpen, dass deine Familie deine Leiche nicht mehr anblicken kann, dann ist das vielleicht nur eine Fantasie.
Dennoch nehmen das die jungen Männer, die in die Kriminalität verstrickt sind, auf und versuchen das nachzuahmen, weil es ihnen noch mehr Ruhm bringt. Was viele erhoffen, sind positive Einflüsse der Künstler. Die 21-jährige Coffee ist der aufgehende Star am Firmament Jamaikas. Auch sie bringt bald ihr Reggae-inspiriertes, mit Dancehall durchmischtes Album heraus. Love it! Vergangenes Jahr hat Coffee den Grammy für das beste Reggae-Album erhalten. Ihre Botschaft ist positiv. Ich denke, ich verstehe die Macht der Musik, wie sehr und wie tief sie in einen Menschen eindringen kann, was Musik ihnen bedeuten kann. Ich denke, meine Rolle ist, positive Musik zu machen, Positives auszustrahlen, eine positive öffentliche Figur zu sein. Ihr Vorbild ist ihre Mutter Joanne, der sie alles verdanke. Denn Coffee kann behütet aufwachsen, die Schule abschließen und ihr Musiktalent in der Kirche entdecken. Und das, obwohl der alleinerziehenden Mutter das Geld an allen Ecken und Enden fehlte. Es gab Zeiten, da war ich oft pleite, aber sie wusste es nicht. Das Geld für mein Mittagessen auf der Arbeit gab ich ihr, damit sie in die Schule gehen kann. Zu Hause sein heißt auftanken. Coffee weiß, dass das für viele Menschen nicht so ist. Gerade deshalb will sie ein Vorbild sein. Wir müssen Kindern mehr Liebe beibringen, Wertschätzung, damit sie ein unerschütterliches Selbstvertrauen haben, damit sie nicht versuchen müssen, sich anzupassen, um anderen zu gefallen. Coffee ist erfolgreich. Den Markt beherrscht bislang aber der Dancehall, der die rohe Gewalt in Jamaika propagiert. Hab's Chica, du hast Freak Box, hab's mal die Panne Ruhe da sieht.